Tag und moin moin, weiter geht's. Yes. Ich wollte übrigens sagen, wollte schon in der vorigen Part sagen, Stingmon ist ziemlich dunkel, sieht eher aus wie schwarz statt wie grün. Ja, sollte es hier wahrscheinlich auch sein. Es ist böse. Ich frage mich natürlich nur, was soll es Wormon bringen, wenn er zu Stingmon digitiert? Verändern sich seine Karten auch dadurch? Ja, hat ein anderes Deck halt. Aha, er hat aber zwei Karten da oben. Ja. Cheater. Vielleicht will er DNA digitieren. Oh, ein schwarzes Deck. Na, es ist schon mal ein Black Gatomon, das hier irgendwie als Rookie fungiert. Ja. Ja gut, man muss ja sagen, so, es spielt ja irgendwie Adventure 2 mäßig. Das stimmt, das ist blöd. Aber, und du hättest die Karte austauschen sollen vielleicht. Ging ja nicht. Stimmt, ging nicht. Deswegen, wenn man bedenkt, dass es so Adventure 2 mäßig ist, da ist Gatomon ja wie ein... Ja. Musst du mir denn jetzt zweimal da reinquatschen? Musste ich. Dann wiederhole ich es jetzt nicht nochmal. Wenn ihr es nicht gehört habt, tut's mir leid, aber wenn er hier zweimal da reingrüllt... Gott, dann ist das eben eine Scheißhand. Das habe ich doch auch gesehen. Aber mein Gott, da musst du doch nicht so reingrüllen. Das ist immer noch umreißbar. Wir haben immer noch genug Karten. Das ist hoffentlich X. Kreis. Warum sollte ich X drücken? Weiß ich nicht, aber wegen der Karte da oben vielleicht. Er macht X zu 0 bei mir. Ich würde einfach Heilung mit draufklatschen, solange wie wir kein Champion haben. Ne, er halbiert unser HP erstmal. Achso, dann würde ich das Viech nehmen. Wobei, er ist ja sowieso tot dann in der Runde. Ja, aber so können wir jetzt schon tot sein, oder nicht? Unser Angriff wird doch verdoppelt. Achso. Und da hat er nur 500 etwas und wir haben mit Kreis angegriffen, genau. Ja, dann drück. Bam. Ob das jetzt so klug von dem Viech war, möge mal dahingestellt sein. Oh Gott, was ist das da oben für eine Karte gewesen? Ein Totenkopf. Das ist ein Megadramon und ein Stingmon. Ha, siehst du, er muss auch auswechseln. Also, jetzt spul mal zurück und mach das Gebrülle wieder weg. Okay. Jetzt muss ich heilen. Ja, definitiv. Oder nein, ich mach's anders. Je nachdem. Oh ja, gut. Nein. Und was hat das Dings? Megadramon musst du auch noch gucken. Ach so, stimmt. Ja, ich würde auch toll. Kann die Ordnung mal sicher gehen. Ah, da steht auch BK Gatomon. Hm. Also hätte das ja eigentlich bei Toy Agumon auch stehen müssen. Ja. BK Toy Agumon. Also irgendwie kackt er sich selbst ins Knie. Also das Dingmon ist irgendwie ziemlich dämlich. Hey, ich bin digitiert in der Hoffnung, dich zu besiegen, aber ich spiele total scheiße. Naja, egal, ist nicht unser Problem. Wieder Kreis, ne? Mhm. Und Heilung wahrscheinlich. Psyche. Gleich. Ah, Psyche, ja klar. Da kriegen wir wieder mehr HP. Und sind nicht tot. Easy going. Also ich weiß nicht, hätte ich das vorher gewusst, dass das so einfach ist, hätte ich gesagt, das hängen wir im anderen Part noch dran, aber... Ja, das geht voll schnell. Ja, das sind gerade bestimmt mit Absicht oder so. Sind noch nicht mal 4 Minuten, ist gleich. Das brachte was nochmal? Okay, ich sollte nicht. Und da wir sowieso noch weit vom Digitieren entfernt sind, weil noch kein Champion da ist. Oh. War es auch besser, aber ist egal. 3-0. Wow. Also ich hätte von einem Stingmon, das mich herausfordert, irgendwie mehr erwartet, wenn das Wormon... Es war sogar, ich wollte gerade sagen, es war sogar leichter als Wormon. Deck, Storm Deck. Und ein Level Up. Genau. Oh. Nicht mal was Neues. Also ehrlich, klar, Matrigimon würde farblich zu unserem Deck passen, aber ihr habt ja schon gesehen, es hat ja nicht mal einen Effekt. Und aber es hat gute HP und alles. Ja, hat auch guten Angriff, ne? Ja. Ja, du hast schon wieder verloren. Ja, da darfst du wirklich mal dir in den Arsch treten. Na, wir sehen uns also in der nächsten Schlacht. Ja. Okay, dann wieder Passcode nicht. Na klar, weil er ihn nicht rausdrückt. Deswegen musst du jetzt wahrscheinlich gleich wieder mit, Garurumon. Genau. Weil jetzt hat er sich ja wieder im Griff. Aber zuerst reden wir mit Cody. Stimmt, er sagte ja im vorigen Part, er hätte etwas für uns. Und er ist auch wirklich beeindruckt.
Wow. Eine neue Partnerkarte. Ja, hatten wir ja schon erwähnt, dass es auch neue gibt, aber wir haben ja noch verheimlicht welche und da habt ihr die Antwort, Patamon oder Gardehorn. Das sind beides für unsere Farben okay. Also ich bin dafür, ich weiß nicht, also Kreiskonter, Dreikonter. Je nach den Werten. Sind ziemlich gleich. Ich würde sogar sagen, weil Patamon zumindest Kreiskonter hat. Ja, würde ich auch fast sagen. Seine Fähigkeit ist zumindest noch. Aber hier, das wäre für unser Deck sinnvoller, dann können wir unser Attribut wieder zu Pflanze ändern. Aber das wird sich sowieso später ändern. Also ich würde Patamon dann. Nimm einfach dadurch, dass wir Hawkmon haben, nimm einfach Gardemon im Sinne wegen den Doppelpartner. Ach stimmt, wegen der Armor. Na gut, dann machen wir das so. Entscheiden und so. Ich muss jetzt gestehen, ich hatte nicht mehr im Kopf, dass man sich einen der beiden aussuchen konnte. Ich dachte eigentlich, man kriegt einfach so rein. Ja, und er gibt uns das in der Hoffnung, dass wir dadurch stärker werden. So, jetzt reden wir erstmal mit ihm. Ja, danke, dass wir das Digimon besiegt haben. Jetzt haben wir ihn über den Digimon-Kaiser gefragt. Ja, und er ist halt einfach aufgetaucht und er sollte ihn einfach gehorchen. Er hat halt abgelehnt, aber naja. Und die Arena ist frei. Wir müssen nochmal gegen ihn kämpfen, bevor wir der Passcode kriegen. Wir werden sich einfach Passwort nennen. Ich finde Passcode klingt irgendwie so ein bisschen seltsam. K-Tamer. Aber guck, hier ist übrigens auch der Begriff Tamer, ne? Ja. Erstmal packen wir Gardemon ins Deck. Und speichern. Stimmt. Aber ich würde erst noch das Deck bearbeiten und dann speichern. Ja, sinnvoll ist es. Vielleicht könnten wir Gardemon auch gerade noch mit einigen Karten hochpushen, damit es noch ein Level abbekommt. Wäre doch vielleicht eine der Möglichkeiten. Ich glaube aber nicht, dass wir so viele Karten haben, die man dafür nutzen könnte. Naja, es reicht doch, wenn es nur ein oder zwei sind, weil Gardemon noch kein Level up hat. Dann gibt es doch bestimmt so ein bis zwei. Naja. Also ich bin dafür ein Virus-Elegmon, weil ich die einfach... Aber wir, dann haben wir hier so wenige und sind wieso sinnlos. Naja. Guck mal, die Werte sind okay. Dann nimm einen Salamon raus. Aber Salamon ist auch gut. Aber jetzt von den Werten her ziemlich gleich, das stimmt natürlich. Tentomon finde ich schon ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Okay, weil du es bist. Partnerkarten sind weiter unten. Weißt du, was ich ein bisschen verarschen finde? Hawkmon ist eine grüne Karte, aber Krillamon ist rot. Tja. Da. So. Das muss man natürlich aber auch sagen, wenn man mit Hawkmon anfängt. Man hat ja gesehen, dass sowohl Patamon als auch Gardemon grün sind, ne? Und da macht es natürlich irgendwie Sinn, weil die gut in das Deck passen. Wenn man mit Armadillomon, der hat glaube ich gelb nur, ne? Und Hawkmon, Wemon hat nur rot. Wenn man mit denen... Er hat aufgehört aufzunehmen auf einmal. Was? Hast du überhaupt gedrückt? Moment, aber hier steht gerade, dass er noch aufnimmt. Ah, okay, nee, das Bild... Okay, er hat nur das Bild verkleinert. Entschuldige. Was? Mein ich Fehler. Ich denke jetzt, wieso hört er denn auf? Was? Warum? Ja, weil normalerweise haben wir... Du siehst doch da oben das... Ja. Aufnahme. Ups, da hau ich mir jetzt die Kopfhörer raus. Idiot. Warum hast du überhaupt Ton drin, ne? Weil ich das brauche. Naja, bei dem Spiel brauche ich es nicht. Also wie gesagt, also Wemon dann mit roten Karten, da bringt ein Patamon und Gardemon auch nicht viel. Also in dem Punkt ist Hawkmon auch eine gute Wahl. Also da muss man sagen, Wemon oder Hawkmon, da kann man nicht viel falsch als Partnerkarte machen. Leider bei Armadillomon offensichtlich schon. Ja. Alleine weil gelbe Karten auch überwiegend offensichtlich nur sowas wie Charmamon, Matrigimon und naja, sowas halt ist. Sag doch einfach klipp und klar, die Unbeliebten. Ja, es ist könnte man so sagen. Ah, was sind da die Unbeliebten? Also ich weiß nicht, aber selbst Snow Goblimon finde ich cooler als Charmamon, weil das trägt die andere Du sagst, wir sollten ja erstmal nochmal gucken, wie ein Gato. Speichern hast. Habe ich gerade getan, richtig. Ja, hier war es, ne? Da fragst du mich gerade was. Ja, ich denke. Doch, da war doch das erste Mal Fusion da. Shop. Partnerfusion. Weil ich meine, es ist ja sowieso nur Level 1, da werden so ein paar Bimbo-Karten. Da oben war doch eine Dreier. Da Solarmon, Biomon. Da ja, Biomon hebe ich mir auf. Na gut, aber Solarmon. Ich denke mal, wenn man Level 1 ist, wird es doch ein bisschen. Es geht, okay. Das sind halt nur Rookie-Digimon. Ne, es ist aber egal. Kleinvieh macht ja auch Mist. Da haben wir auch nichts.
da ist eine Vierer. Den kannst du sogar zweimal hingeben, oder? Nein. Achso, nee, wir haben ja Plan. Okay, ja. Komm, irgendwas haben wir doch noch. Da, Kokubamon war auch dreimal da. Ja, dreimal, aber wir suchen nur vier. Du hast vorhin auch was hingegeben, wo Dreie waren. Naja, aber es war dann nur... Hattest du. Gut, wenn du meinst. Also ich finde, drei geht, also zwei reichen eigentlich. Und man kriegt die doch sowieso relativ oft. Oder meinst du nicht? Zwei, finde ich, reicht eigentlich so. Zumindest bei den Rookies. Und diese Decks benutzen wir noch lange nicht. Auch wieder wahr. Guck, eine noch und dann haben wir wieder eins. Alraumon. Auch Raumon. Alraumon bleibe ich bei. Ich denke, das ist der Übersetzungsfehler. Also sprich eigentlich, ja, wobei Alraumon? Ja, irgendwie ist es komisch. Alraumon vielleicht? Was weiß ich. Gut. So. Hat Level jetzt nicht viel gebracht. Ein Level war's, ne? Zwei. Oh, naja. Aber kaum die Werte hochgepusht. Ja. Aber vielleicht jetzt im nächsten dann dafür vielleicht zwei Level oder so. Das wollen wir nochmal versuchen gegen Garurumon. Er will es so. Ja, da sieht man aber auch, man kriegt in dem Spiel doch nicht immer alles haargenau. Die anderen haben dann gesagt, hey, danke, du hast uns ja gerettet und so, wir geben dir den Code, ne? Und er sagt, nee, du kriegst den erst, wenn du mich nochmal besiegst, wenn ich unter Kontrolle bin. Ja. So laut Motto, jetzt bin ich schwerer. Das ist im Prinzip auch so eine kleine Walled-Resonanz, finde ich, weil da ist es doch auch, dass der zweimal kämpfen will. Ja, ne? Deswegen... Ich weiß aber nicht. Eigentlich müsste es in dem Spiel aber auch Metall Garurumon geben, ne? Wegen Omega-Mon ja, und gibt's so, auch. Ne? Und wegen der Fusion. So. Klar, Tento. Tento reißt alles. Ich sollte mir lieber aufheben. Ja. Ich würde erstmal noch gar nichts spielen. Ich meine im Sinne von wegen also DP. Wegen auf. Ja, das auch noch nicht. Weil Tentomon ist ja schon relativ gut. Ah, wobei mir nicht gefällt, dass er wieder diese Rakete und diesen Powership hat. Da gucke ich mal ganz kurz. Das ist der Kreis, okay. Wir machen was ganz einfach. X gedrückt? Nein, 3. Ja, warum nicht? Fightback Deck. Was macht er? Da, siehst du. Haha. Nee. Naja, es ist uns doch egal, ja, wir haben den Dreieck gedrückt. Ja, ich würde ehrlich Psychemon ablegen. Ja, jetzt nützt er mir nichts mehr. Und dann würde ich wahrscheinlich erstmal... Ja doch, erstmal würde ich dann Vegimon spielen. Plus 3, nein, nicht Platin jetzt. Okay, dann geht das auch. Stimmt, du bist ja zuerst, dann ist es nicht so schlimm. Nein, deswegen ja. Und in der nächsten Runde digitieren wir zu Vegimon. Nur hättest du ihn jetzt nicht geplättet, dann hätte ich gemacht, dass ich dass ich ihn den Typ geändert hätte, weil er kann nämlich mit Sicherheit in der nächsten Runde digitieren, wenn er dran ist. Bei 20 DP. Ja, aber jetzt ist er erstmal weg. Runde 1 gehört schon mal uns. Edge Badge. Nee. Und er kann nicht digitieren. Nicht digitieren, nein, weil er nichts hat. Aber dann in der nächsten Runde wahrscheinlich. Wenn er nicht vorher platt ist. Nee, ich spiele nix. Aber eher per Zufall. Ja. Das war so klar. Aber er hat auch schon mal öfter auch was eingesetzt, was ihm nichts gebracht hat. Okay, wir können nicht digitieren, das heißt, ich müsste ihn halt ablenken zum Digitieren, das will ich nicht. Nee. Wir hätten ihn zwar noch einmal und... Ich würde einfach einmal gleich heilen. Ja, mach ich auch. Weil digitieren kann er sowieso noch nicht. Du bist zuerst dran. Ja. Besiegen kannst du ihn nicht mit dem, was du hast. Außer du nimmst Monster Emon. Auch dann kann ich ihn nicht besiegen. Stimmt, weil du kannst der Kreis nicht machen. Hast du ja, das gedrückt? Nein, Dreieck. Okay. Weil hättest du nämlich X gedrückt, hätten wir jetzt nur wieder ein Problem. Dann hätte er nämlich 0 gemacht. Ja. Und ein Problem auch nicht, aber... Jetzt hat er aber wieder so eine digitiert. Rakete. Yogamon. Jetzt mache ich aber X. Besser ist es, weil mit den anderen kann er dich nicht plätten.
gut mit Kreis auch nicht, aber doch, er hat da oben aber noch eine andere Rakete. Ja, das wäre halt für ihn, ne? Weißt du, ganz ehrlich, soll ich einfach mal machen? Okay, er könnte uns töten, theoretisch. Dann würde ich es nicht machen. Weil wenn er uns auch tötet, wenn du Monster Emon legst, hast du davon ja gar nichts. Was soll ich dann lieber... Weil ich könnte dann auch digitieren und hoffen. Ich würde seinen Typen nicht verändern, bringt dir auch nichts. Aber Moment. Er kann ja nicht digitieren, er kann nicht DP. Ich mache einfach die Karte, die bringt zwar nichts, aber dann haben wir Platz zum Kriegen, ziehen zwei Karten. Gut. Also hat er nicht gedrückt. Nee. Doch, schon. Okay. Ja, aber... Idiot. Gut, er macht keinen Schaden, wir machen wenigstens ein bisschen Schaden. Dein Vieh macht auch Mist. Jetzt kannst du mal Frigimon ablegen, aber es bringt ja... Doch, reicht. Puh. Gabumon hat keinen Effekt, das weiß ich auch. Ich würde Jamming machen. Weil Kreis kannst du ja eh nicht drücken. Ja, okay, aber... Wenn er eine Karte einsetzt, ist sie weg. Ah ne, es zählt ja nur Digimon-Effekte. Ich glaube, ja. Nicht ich glaube, das hatte ich vorhin, als ich aufgemacht habe. Da hatte ich Off halt gemacht und da habe ich gehofft, dass die Karte, gut. Aber das hat wirklich nur mit Digimon-Karten, die einen Effekt haben, was zu tun. Ja. Aber jetzt änderst du seinen Typ. Ja. Aha. Also Ultra fällt damit schon mal flach. Und hätten wir nämlich X gemacht, hätte er uns jetzt. Ja. Matsch gemacht. Ja. Er kann trotzdem nicht digitieren. Dreieck wieder, ne? Ja, und Monster Emon. Wegkloppen tun wir ihn zwar nicht, aber so gut wie. Er macht wieder per Zufall. Mhm. War klar. Der muss aber ziemlich viele Garurumon-Karten in seinem Deck. Ja, es ist ein Garurumon, ist klar, dass er welche hat, aber klar. Ist trotzdem scheiße. Und vor allen Dingen zweimal, aber wir haben Drimogemon. Zweimal. Also wieder Dreieck. Und dann Drimogemon benutzen. Ja. Naja, ist auch nicht weg, aber fast. Er verliert ein bisschen mehr als die Hälfte. War das nicht die Dreieckkarte? Ich glaube. Nein, Kreis wird. Haha. Er hat wohl gedacht, wir sind so blöd und würden das einsetzen, was am meisten. Und in der nächsten Runde ist er weg. Ich weiß es gar nicht. Er hat noch 300. Vielleicht sehen wir jetzt Piximon. Wir sind aber zuerst dran in der nächsten. Oh nein, so will ich. Ich mach Dreieck und dann das Toyago. Black Toyago. Solange er jetzt nichts hat, was seinen Angriff erhöht. Gut. Und seine Karte zieht auch zuerst zur Not. Egal, aber jedenfalls, bam. Wir leben noch. Die Betonung liegt bei noch. Ja. Gut, wir können digitieren. Einmal drücken. Du bist nur doof. Big. Und wir behalten die DP für den Fall, dass wir doch drauf gehen, um nochmal digitieren zu können. Richtig. Ja, jetzt kannst du eigentlich... Ach nee, ist egal, sind ja keine besonderen Digimon. Sonst hätte ich gesagt, du kannst Scheiße. Den Kampf nochmal anmachen. Oh Mist. Hast du Kreis gedrückt? Nein, ich habe Dreieck gedrückt, aber er ändert seinen Angriff, unseren Angriff zu Kreis. Oh. Aber egal, wir haben uns ein bisschen geheilt. Ja, aber... Also ist das doof. Nicht so tragisch. Ziemlich viel zugegeben, ja. Mhm. Und er hat immer noch diesen doofen Teufelschip da oben, Mann. Okay. Was hast du jetzt gedrückt? Dreieck. Gut. Ich muss es versuchen. Gut Glück. Vielleicht sie wieder unser Emon. So gut finde ich das nicht, wenn er wieder ein Garurumon hat. Das ist jetzt. Ah, okay. Shit. Aber. Och du. Er plättet uns aber nicht. Nee. Wie ihn aber. Knapp nicht. Ja. Oh Mann, aber das hätte voll in die Hose gehen können, hätten wir vorher nicht Monster Emon gespielt. Hab ich recht? Ja. Muss ich ablegen. Ja, schmeiß es weg. Das ist nicht so wichtig. Er kann nicht digitieren. Du machst nicht Kreis. Nein, Dreieck. Oh, er plättet uns. Außer du hast Glück und ziehst irgendwas Volles. Ja, aber mehr Heilung als 200 haben wir auch nicht. Ja gut, okay, wenn er nicht zufällig Kreis drückt. Das gibt ihm Power. Ne, es halt ihn, ne?
Wären wir zuerst dran gewesen, schön, aber so. Ja. Und somit haben wir Hawkmon auch verspielt. Ja, aber wir haben noch Gato. Gato Salamon. Aber ich meine, wir hätten Gatomon noch im Deck. Ach stimmt. Du musst trotzdem jetzt, oder du machst, bis Gatomon kommt. Nein. Bringt dir aber auch nicht viel, weil Gatomon noch nicht dazu in der Lage ist, eine Armor-Digitation zu vollziehen. Deswegen. Ja, er bringt nichts. Also Gott so, der bringt nichts. Deswegen packe ich ihn auch weg. Wir haben eine Karte weniger als er. Kreis hast du nicht gemacht. Ich habe 3 gemacht. Spiel den Chip, spiel den Chip. Ah, okay, das geht auch. Ist das aber die Dreieckrakete? Nein, ne? Die ist ja grün. Ah, das ist die. Ah, gut. Ich würde Kunomon machen. Na, in der nächsten Runde dann. So. Auch wenn wir dann auch ein bisschen, aber egal. Und er zieht ja gar nichts ab. Richtig. Auch, also. Aber wir 30. Naja. Puff. Aber er gar nichts. Ja. Das ist die X-Kanone, glaube ich. Ja, diktiert, aber wir können mit Kreis. Das ist natürlich gut. Also besiegen kann er uns noch nicht. Du darfst nur nicht X. Das ist. Also. Ja, ist die X-Kanone. Und er hat bestimmt X gedrückt zum Kontern, oder? Ja, deswegen drücke ich auch Dreieck. Ah, scheiße, ich hätte Kreis drücken können. Ich honk. Oh, das egal. Hast du noch gesehen. Egal, egal, egal. Du solltest vielleicht manchmal zweimal überlegen, bevor du einfach drücken tust, du Esel. Aha. Hat ihm nichts gebracht. Tja, jetzt kommt Gatomon. Hat das wenigstens einen Effekt? Ja, wenn nicht, was uns jetzt was nützt. Okay, dann bringt uns das nichts. Oder was übrigens sein kann, vielleicht zählen die anderen Gatomon, der Gatomon als Rookie, weil die Partnerkarte auch ist. Das kann natürlich sein. Wobei die Partnerkarte mehr Sinn macht, weil. Zum Armor, ne? Mhm. Eigentlich wäre interessant zu wissen, wenn wir mal Gatomon haben, machen wir mal den Kampf an, ob da der Heilige Ring dran ist. Ja, stimmt, das ist natürlich interessant, aber auf den Artwork hat es nicht. Also zumindest sieht es nicht danach aus. Da müsstest du mal drauf gehen, damit man es größer sieht. Machst du das kurz? Wie geht das denn? Ich weiß nicht, ging das hier nicht, wenn man da einfach auch so drauf klickt? Klar, da oben. Also ich sehe da keinen Heiligen Ring. Ja, schwer zu sagen. Na gut. Ich muss das einfach so machen. Naja, gewinnt oder sowieso nicht mehr. Na, wir hätte ich mal X gemacht. Oh, naja. Wir haben immerhin 2 Runden. Er zwar jetzt auch, aber er hat nichts. Und digitieren zum Ultra kann er nicht. Ich bin für Tentomon. Ich bin eindeutig für Tentomon. Ich weiß, was oder was hat er für Karten? X, ah. Gut, dann nicht Tentomon. Jetzt hätte ich für einen Gatomon. Weil aber Kreis ist genauso, es macht mehr Schaden, das ist sinnvoller. Aber wir können auch. Naja, ich weiß nicht. Dann mach lieber Tentomon. Jetzt entscheid dich doch! Ja, ich nimm Tento. Oh Mann, das wird trotzdem knapp. Und wenn er jetzt aber diese Waffe da oben nimmt? Deswegen mache ich hier Kreis. Das kann das von ihm egal sein. Der bringt ja sowieso nichts. So weiß ich zumindest, welche Karte das dann ist. Na, okay, Koralle, das ist gut. Gut. Damit haben wir gewonnen. Und er kann nicht digitieren. Wobei doch, er kann den Ablegen digitiert. Kann er nicht, das ist doch Champion. Ach so, stimmt. Ha, dachte, es wäre Rookie. Ich habe irgendwie eben nicht auf das C. Das ist auf Gotsumon gedacht. Ne? Ja. Aber so. Es ist ja Eismon, aber durch die Karte zum Glück hast du die doch nicht rausgenommen. Ja, die werde ich jetzt auch wahrscheinlich drinne behalten. Und dadurch haben wir jetzt gewonnen, auch wenn er X drückt. Nee, das ist ja der Vorteil, X ist dann nur X-Konter und wann machen wir schon jetzt X, wenn wir im Kreis machen können. Und damit hat er verloren. Aber es war doch wieder relativ knapp, zugegebenermaßen. Ein ganzen Part nur wegen diesem Garurumon, ey. Tja, nun, aber da hat man gesehen, er ist stark. Aber Gatomon hat nicht viel bekommen. Nein. Und nicht mal was Neues. Aber vielleicht kriegen wir gleich ein Pack von ihm. Was ich mich gerade frage, kann ich bei Gatomon die Digiparts ausrüsten, die ich schon von durch Hauptmann bekommen habe? Das weiß ich nicht, das kannst du einfach einmal nachgucken. Weil das war ja separat. Aber erstmal. Wir sind wirklich stark. Ja. Ja, das ist unsere richtige Power. Naja, wird halt hart trainieren, um aufs nächste Level zu digitieren. Und das passt go. Für Junk City.
keine Karte weitergekriegt. Du blödes Garurumon! Alter, ein ganzer Part für dich und er gibt uns nicht mal so einen Pack! Das ist wahrscheinlich, wenn wir nochmal die Arena machen würden. Das kann ich ja dann oft nochmal machen. Kannst du gerne machen. Juhu, ich darf, ich darf. Ich darf auch was tun, aber das ist aber schön. Okay, ja, funktioniert. Ah, das ist gut. Was nimmst du denn? Da erstmal muss ich kurz bei Hauptmann was wegnehmen. Das mit den Zehen? Okay. So. Ah, gute Idee. Weil Gartron benutzen wir dann für DP. Weil es noch keine Armor-Digitation kann. Da. So. 50 AP geht doch auch, oder? Oder hier Attacke-Power. Ja, was ist halt die Frage? Ich würde mal vielleicht irgendwie RX nehmen. Weil wir greifen ja mit Tentomon ziemlich oft mit X an. Und da wäre das vielleicht mal gar nicht so schlecht, wenn man dann auch mal eine X-Power hätte. Wie genau meinst du das? Na, diese X-Power, dass die 50 dazu bekommt. Da hat ist nur von für Gartron selbst. Ach so. Die sind das nämlich. Ach so, okay, wusste ich nicht. Ja, dann gibt Gartron aber trotzdem X-Power, weil sie mit X0 abzieht. Hm, schon. Naja. Erstmal hier unten, so. Mit Gartemon könnt als Heilung bestimmen, dass der X ändert. Ganz ehrlich, ja, warum nicht? Und hier machen wir jetzt das Prinzip. Oder du machst einfach 50 AP noch. Ja, wird zwar nichts bei HP nützen. Ja, aber ich denke mal, Gartemon wird das sowieso bald auch was lernen. Also hab dich da nicht so. Gut. Ja, eine Partnerkarte gibt's noch. Ja. Also es hat in dem Punkt sogar, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es jetzt wirklich noch Patamon war oder nicht, aber in dem Punkt hat es sogar... Irgendwie soll man auch Wormon kriegen können. Ja, das war genau das, was ich meinte. Und theoretisch, selbst wenn man Patamon bekommt, aber ich weiß ja nicht, weil Armadillomon und Wemon so glaube ich nicht, dann hat das Spiel natürlich einen Reiz, dass man nochmal mit einem anderen Partner anfängt, ne? Ja. Naja, nun, ging halt der Part drauf für Garurumon, kann man halt nicht ändern. Der war halt doch ein bisschen stärker als gedacht. Und viele Karten haben wir auch nicht gekriegt. Und dann, ja. Ja. Passendes Stichwort. Bis zum nächsten Part. Bye, bye.